Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. Wir haben hier aufgehört, als wir hier uns den Weg frei gemacht haben. Und jetzt steht da noch die letzte Ebene vor uns. Ich hoffe, ich komme beim ersten Mal schon hin. So, mein Junge. Auf das hier bitte rauf. Oh, zuerst fliegen wir mal hier hin. Danke fürs Mitnehmen. Da können wir wieder... Oh, du bist ja wieder da. Guten Tag. Da bist du ja. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Was machst du da übrigens? Pass auf, wo du hinsiehst, mein Junge. Der furchterregende Rayfish kann seinen Gegner mit einem blendenden Lichtblitz betäuben. Ich nehme an, dafür hast du einen Plan, richtig? Kerl, du liebe Landratte. Manchmal vergesse ich, dass du erst halb gar hinter den Kiemen bist. Doch der Rayfish hat schon wenige freundliche Fischer angelockt. Ich kannte mal eine Adlige, die hat einen als Haustier gehalten. Okay. Holst du denn jetzt für mich? Okay, blendende Rayfish haben wir jetzt. Ich gehe mal kurz nach unten. Alte X. Da, öffnen bitte. Hallo, öffnen. Hallo. Hallo. Coole Sache. Hast du noch was zu sagen? Sie führte den Rayfish auf einer Gala vor und der Ehrengast, ein Senator, verlor beim Blick in den Tank das Augenlicht. Von Gier geblendet, was? Hä? Ja. Eine wahrlich blendende Warnung. Okay, jetzt reicht's. Nice. Und wie kommen wir noch da hinten? Mit dem Jump werde ich das ja nie was hinkriegen, oder? Kann ich mit dir vielleicht da einen kleinen Umweg fliegen? Komm mal her, du. Nein. Dahin. Nein, nach da oben. Ja, oder so. Und einmal nach da oben. Secrets? Fragezeichen? Einmal Licht. Kein Licht. Okay. Was? Okay. Ja, einmal wieder so eine Kugel. Da oben. Hat's einen Save Point. Oh, bitte. Wir machen jetzt mal Folgendes. Einmal nach da. Geil. Das hat gefunzt. Und mit dir kann ich reiten. Geil. Dankeschön. Alles klar. Und los geht's. Wo bist du? Okay, Meditationspunkt. Einmal speichern. Und ich glaube... Wir könnten ein oder zwei Hände für diese gefressige Bestie gebrauchen. Mein entnervter Partner möchte kommunizieren, dass wir es vorzögen, nicht hier draußen zu sterben. Ja, aber wo? Okay, das ist irgendein Schlangen, was auch immer, Ding. Du kannst dich nicht zufällig um diese Kreatur kümmern, oder? Wir sitzen anscheinend in der Falle. Das ist einfach perfekt, Beaver. Ich sagte doch, wir sollen einen Führer nehmen. Ja, ich würde ja gern helfen, aber ich weiß nicht wie. Na gut. Und da oben komme ich auch nicht hin. Vielleicht
Ah, doch, Moment. Hier vielleicht. Ne, auch nicht. Vielleicht, wenn ich ein, zwei da nach oben gehe. Nö. Egal. Ja, gleich. Ich will mich erstmal hier umsehen. Ah, hier. Will ich mal wahrnehmen. Töte mich nicht! Dich töten? Ich habe gerade dein dummes Leben gerettet. Wer bist du überhaupt? Ich bin Turtle. Tja, wenn du weiter atmen willst, dann folge mir. Das hier ist Raider. Alter. Ach, du bist mir das ein... Holy shit. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Noch ein Kopfgeld, Puck. Wir sollten den Cage zeigen. Oh, das ist ja wieder ein riesen Gebiet hier. Ach, Moment mal. Wir kommen da wieder zurück. Ach, und da hinten ist das... Ach, da war der Bosskampf. Oh. Wisst ihr was, wir schauen uns das mal ganz kurz an. Hey, mein Freund. Und da geht's noch drinnen. Na? Oh, wow, 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 wow. Okay, aber da kommen wir eh nicht rein. Okay, Gigavogel ist unterwegs. Da ist zugesperrt. Alter, die verfolgen mich ja immer noch. Die geben nicht auf. Oh, wäre noch was. Da gehe ich mal rauf. Nice. Oh. Eine Fliege, Kollege. Nein. Ach, das ist wieder so eine Kammer. Und wo kann ich mit dir hinfliegen? Oder ist es einfach nur der Weg nach unten? Wo kann ich mit dir... Oh, da hinten ist noch so ein Vermächtnis, glaube ich. Weiß ich nicht. Na okay, gehen wir erstmal hier rein und dann weiter mit der Story. Und da unten, ab in die Rätselkammer. Meine absolute Stärke. Willkommen, Jedi. Die Macht lehrt uns, dass die Eindrücke unserer Augen und unserer Hände nicht immer die Wahrheit der Welt abbilden. Die Welt fügt sich dem Willen der Macht, also fügt sie sich auch euch. Das heißt... was? Aha. Ich dachte, das hat mich irgendwie... Ich dachte, das hat mich irgendwie nach oben gebracht, aber okay. Interesting. Und da kann ich mich nicht festhalten. I see. Hä? Aber... Warum kann ich bei dir...
Hä? Aber... Hätte ich mich da festhalten sollen? Okay, jetzt ist es weg. Und da komme ich nicht durch. Aber der schrammt ja da voll an der Wand entlang. Ah. Okay. I see. Ich muss es anders machen. Na, komm. Ich muss hier hin. Kreativ mit den... Okay. Komm ich nicht hoch? Kommst du jetzt hier hin? Aha. Ah. Ich bin erschöpft. Macht weiter. Bald ist es vorbei. Die Hoffnung bleibt. Okay, er ist jetzt unten. Aber... Nice. Cool. Hat man das geschafft. Das ist schon das Ende. Oh. Okay, das war nicht sehr groß. Gemeinschaft, neuer Bonus. Okay, cool. Dann hätte man das erledigt. Ah, und Google, hör auf, ständig zu reagieren. Einmal raus hier. Ciao. Dankeschön. Wo fliege ich mit dir jetzt hin? Weiß ja nicht. Wir machen jetzt mal mit der Story da hinten weiter. Die müsste ja... Oh, komm, 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 komm. Weiter rauf, 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 rauf. Oh, schade. Kann ich vielleicht mit dir da hochjumpen, wenn ich da schon mal so einen Höhenvorteil habe? Oh ja! Geil. Ah, und so hätte ich auch das andere auf der anderen Seite kriegen können. Och nö! Naja, wenn es sein muss. Bin da auch. Hello. Ouch. Oh. Dann
wäre das erledigt. Was? Was bist du? Gut gemacht! Was für eine Vorstellung! Komm her, mein Kriegerfreund! So einen Kampf habe ich seit der Meisterschaft nicht mehr gesehen. Welche Meisterschaft? Wir stehen in deiner Schuld! Was macht ihr hier draußen? Wir haben nach den größten und stärksten Bestien gesucht, die einander bekämpfen, und der Sieger kriegt alles. In unserem Holotaktik-Spieltisch natürlich. Holotaktik, aha. Genau, und du hast uns gerade geholfen, Bestiendaten für unser Spiel zu sammeln. Sobald wir einen Ort gefunden haben, um uns niederzulassen, versteht sich? Mein Freund könnte interessiert sein. Er betreibt Pylons Saloon. Ah, er. Der Saloon in Rambler's Reach. Dieses Loch? Ich wusste gar nicht, dass es offen hat. Okay, ich sag dir was. Wir freuen uns sehr, Holotaktik ins Pylons zu bringen. Das könnte den Laden aufmöbeln. Wir sollten uns beeilen, Talimu. Alles zu seiner Zeit, Beamer. Man sieht sich. Ich habe zwei Fragen. Erstens, wie kommt's jetzt zum Saloon? Und zweitens, können wir das Spiel dann auch spielen? Das werden wir ausprobieren. So, weiter mit der Story. Einmal darüber. Und dann holen wir uns das da hinten noch. So, Mounty, komm her mal. Steig auf. Müssen wir mal helfen. Dass ich da hochkomme. Einmal hier so. Nice. Oh, jetzt beschwer dich nicht. Ich bin fast fertig. So, so gut wie neu. Was für eine Spannweite. Ich sehe schon, warum sie euch Gleiter nennen. Du könntest bestimmt ganz Cowboy überfliegen, was? Okay, mach's gut. Schau mal wieder vorbei. Also, aber auf die eine Ebene. Oh, Moment. Ja doch, wir müssen da eigentlich wieder zurückkommen können. Einfach den Wallrun auf die andere Seite. Sudre! Komme ich von hier weg? Ach, da unten. Einmal mitnehmen, bitte. Komm, mitnehmen. Yes. Sehen wir uns mal drinnen um. Was erwartet denn, dass ich hier finde? Ich bin doch. Oh, was? Alter. Wunderbar. Noch ein Raider mit Lichtschwert. Dagon schickt sie, um irgendetwas zu suchen. Und wir folgen derselben Fährte. Na, ich hoffe, wir finden uns zuerst. BD, hast du das eingescannt da von ihm? Ah, du hast noch was zum Scannen. Ja, mach mal. Trainingshof. Hier, ansonsten haben wir alles. Okay, Moment. Ist hier was? Nö. Alles klar. Noch mal scannen. Was ist diesmal? Kein Durchkommen. Wieso die über das? Also manchmal ist es schon ein bisschen sinnlos. Noch so ein Gerät. Es ist auch kaputt. Er kommt! Zerstört ihn jetzt! Nein!
Wartet! Centauri. Noch eines von Centauris gerettet. Megan hat Jedi getötet, weil sie es zerstört haben. Ich denke, das könnte unsere Antwort sein. Bringen wir das hier zu Meister Cordova. Hey. Das war's? Wir müssen das Ding öffnen. Ich glaube, das gehörte Meister T'Pol. Dieses Fenster führt nach draußen. Ja, Moment, erstmal umsehen. Halte sie auf! Vorsicht! Ich kann nicht! Moment, das war das Ganze schon? Meister Cordova will bestimmt da sehen, hinten oben ist ja auch noch was. Na gut. Okay, ist hier wirklich alles? Ja, wir haben hier wirklich alles. 80,8% erkundigt jetzt. Und wir müssen jetzt wieder hierhin zurück. Das heißt... Warte mal, war da ein Meditationspunkt? Zeig mal her. Ja, da vorne. So, runter. Ich möchte jetzt da mal in die Kantine reingehen. So. Einmal das hier. Haupthof. Schnellreise. Und zwar. Kann ich hier rein? Yes. Mal schauen, ob wir den Typ mit dem Spiel da sehen. Ja, alles schwarz. Hallo? Nee, hat sich jetzt das Spiel wieder aufgehängt oder gecrashed? Was ist jetzt los? Nö, hat ein bisschen länger gedauert. Okay. Ich dachte gerade wirklich, das hat schon wieder crashed. Lecker essen, was auch immer das ist. Da hat es auch eine Tür, die verschlossen ist. Da kommt noch was. Ah, die Musik ist einfach geil. Oh, Dongi. So, wo sind die mit dem Spiel? Nee. Dann nach oben. So, Fischtank. Kann man den Fischtank noch irgendwie sauberer machen? Ach so, stimmt ja. Bei dir können wir wieder Sachen verkaufen. Wie kann ich dienen? Ja, ich habe da 10 von diesen Dingern. So ein Bonuslot hätte ich gern. Okay. Wunderbar. Hey, was sind die mit dem Spiel? Ist es das? Willkommen, willkommen! Unser Retter kehrt zurück. Wir sollten uns ordentlich vorstellen. Ich bin Bimauk und das ist mein Partner Talimu. Wie du siehst, haben wir hier in Pailun Saloon ein Holotaktik-Spiel aufgebaut. Ich bin Kerl. Freut mich, dass ihr beide das Pailuns gefunden habt. Das würde ich gerne zurückgeben, aber du kannst ja ohne Zweifel bestens auf dich selbst aufpassen. Wie ich sehe, hast du einen Droidengefährten. Wenn er Kämpfer scannt, kann er sie zu deinem Holotaktikstapel hinzufügen. Verstanden. Je mehr Scans BD sammelt, desto mehr Optionen habe ich im Spiel. Genau. Natürlich hält dich nichts davon ab, jetzt eine Runde zu spielen. Herausforderer warten. Okay, wähle die Gegner, die du herausfordern möchtest. Besiege Gegner, um einzigartige Belohnung freizuschalten. Spielregeln. Investiere deine Kampfpunkte, um Einheiten zu kaufen und, auf den Tisch zu platzieren. Eine Herausforderung hat mehrere Wellen. Wenn du gegen eine Welle verlierst, bist du besiegt und musst die Herausforderung neu starten.
Gewinn zu jeder Welle werden zusätzliche Kampfpunkte vergeben. Alle ungenutzten Punkte werden für die nächste Welle übernommen. Okay, wir haben einen Haufen Einheiten. Gegner auswählen. Ich mach mal gegen Grease. Du kannst es mit dem alten Grease aufnehmen? Keine Ahnung. Ich bin's zum ersten Mal. Fernkampf. Einmal du. Ach so, und ich habe. Ach so, das kostet alles Punkte. Drei habe ich noch. Nahkampf. Okay, Y-Kampf beginn. Vorrücken! Diese Einheit ist erledigt! Ausgelöscht! Oh! Das wird okay. Ist das Herzbrechen! Was soll das heißen? Es gibt nicht um echte Kredits. das möchte ich gerne nochmal probieren. Du kannst das mit dem alten Grease aufnehmen? Warte mal, ach, da unten, ich habe 16 Kampf... Ach so, wow, ich habe das voll übersehen. Dich hätte ich gern hier. Zweimal. Da habe ich noch 6. Gut. Kampf beginnen. Und runter vom Spielfeld! Okay, geil. Gut gemacht. Deine Strategie hat sich als überlegen erwiesen. Bleiben die jetzt auf dem Schlachtfeld? Nee. 18. Auslöschungskommandeur. Mach mal dich mal. Nahkampf. Zwei Punkte noch. Probieren wir es so. Anfangen! Das nenne ich einen Holo-Kill! Oh, er hatte nie eine Chance! Das nice! Ist ein Punkt für Kerl! Geil! Gewonnen! Und Kerl behält die Oberhand! Er rückt weiter! Okay, also Taktik ist sicherlich mit auch, dass man nicht alle Punkte hier vergibt. Ah, da bist eine Rollmine. Nee, Fauna. 14 Punkte. Ja, ich setz mal mit ein. Und dann hätte ich gerne noch Nahkampf. Und los geht's. Wow, der geht ab. Ausgezeichnetes Spiel von Kerstis! Komm, mach ihn fertig! Oh, mach's gut, leb yes. Mein Güte. Sehr beeindruckend. Und was krieg ich? Ach ne, ja, okay. Okay. Was? Moment, Moment. Warum erhöhen wir nicht den Einsatz ein wenig? Okay. Geil. Die Truppen vergrößern, scanne Gegner. Ja, ja. Werden hier sein, wenn du zurückkehrst. Sehr geiles Detail. Gefällt mir. Dö. Wir fliegen mal wieder eine Runde. Na, wie war's zu verlieren? Dö. Oh, endlich wieder rennen. Ab zum Schief. Drin, drin. Wo ist es? Da ist es. Wunderbar. So, da muss ich jetzt eh mal eine kleine Aufnahmepause machen, weil die Platte voll läuft. Tö, bin wieder da. Als nächstes geht's nach... Nach Dada. Geh hin, Reise. Horus auf Jeddah!
Kann Cordova was mit der Tech anfangen, die Kerl gefunden hat? Ich will mal hoffen. Witze? Cleverer als der Typ geht gar nicht. Ich kann's kaum erwarten, Sia wiederzusehen. Ich schulde ihr viel. Sie hat mir die Kredits für das Pylons vorgestreckt. Wie viel schuldest du ihr, Grease? 2000 Kredits, summa summarum. Vielleicht koche ich Oma Pylons berühmte Kasserolle und sie vergisst das Kredit. Für 2000 Kredits muss das aber eine echt gute Kasserolle sein. Oh, ich will mich hinsetzen. Warum darf ich nicht? Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Dankeschön. Aber bitte diesmal direkt. Ach, mit dir kann ich gerade direkt reden. Kommst du nicht mit mir, Grease? Ich komme nach. Muss noch auf der Mantis bleiben und die Diagnostik prüfen. Wenn etwas repariert werden muss, werden dir die Anachoreten sicher gerne helfen. Oh, nein, danke. Ich will diese Spinner nicht auf meinem Schiff haben. Okay. Ziemlich eindeutig. Einmal da rein. Und wieder diese Türübung. Tödele, wir werden wieder da. Stimmt, aber woher wissen wir, dass es sicher ist? Wir können es nicht wissen. Die Ressourcen des Netzwerkes sind dünn gesät. Und einige örtliche Anführer sind nicht bereit, die Risiken zu akzeptieren. Wisst ihr was? Wir werden erstmal speichern. Wie können wir sie überzeugen? Nicht, dass ich wieder so ewig weit zurücksetzt werde. Wir fürchten, dass sie durch das Aufnehmen von Flüchtlingen ins Visier genommen werden. Moin. Ein außergewöhnliches Gerät. Das hier ist womöglich ein Duplikat. Beide wurden beschädigt durch Lichtschwerter. Ich weiß nicht. Diesmal. Hätte ich auch nicht gedacht, hm? Könnte sie reparieren? Ich weiß es nicht. Doch ich werde es versuchen. Meisterin Janda, das Imperium nähert sich der Pilgerzuflucht. Ein Stoßtrupp? Nein, ein Ausgrabungsteam. Gut, dann wissen sie nichts von dem Unterschlupf. Noch nicht. Unterschlupf? Versteckt in den Ruinen. Hat die Evakuierung begonnen? Ist bereits im Gange. Aber Bruder Amias antwortet nicht. Amias hat die Kommunikationscodes. Wenn sie ihn ergreifen, könnte der gesamte versteckte Pfad in Gefahr geraten. Ich kenne die Ruinen. Ich gehe. Ich komme mit. Boat? Ich bleibe lieber hier und mache mich nützlich. Ich könnte einen Assistenten gebrauchen. Bringt Amias zurück. Machen wir. Und keine Heldentaten. Mit ihm hier? Kann ich nicht versprechen. Ich schätze, sie hat dich gemeint. Ja, gut. Versteck weit weg. Nein, aber wir brauchen einen Spamil, um hinzukommen. Sie sammeln sich in der Nähe der Basis. Folge mir. Was ja, die habe ich. Was ein ist das? Kloster der Anachoreten. Haben wir das schon? Beeindruckend, nicht wahr? Ja. Okay. Kommst du? Ja, ja. Amias und diese Kontaktcodes finden. Die Pilgerzuflucht ist ein alter Tempel. Sia und Meister Cordova wählten ihn als Unterschlupf des versteckten Pfades. Ja, und jetzt wir ist auch das Tor dass offen. Das Imperium eines Tages kommen würde. Nur nicht so bald. Das heißt, der Planet ist jetzt offen zum Erkunden. Oh, zuerst gehen wir dahin. Meisterin Janda hat uns gesagt, dass ihr kommt. Es ist eine Ehre, jemanden zu treffen, von dem sie so viel hält. Darf ich euch begleiten? Ich bin noch nie einer Hexe begegnet und habe viele Fragen. Was ist das? Okay, das ist ganz viel Dex. Komm schon. Alles klar. Die Pilgerbrücke ist auf der anderen Seite der Wüste. Moment. Auch da hinten hat es noch was. Hier entlang, Meisterin Janda. Wir sind fast da. Also, was denkt ihr? Es ist alt,
verlassen und mitten im Nirgendwo. Es ist perfekt. Oh. Das ist unser Taxi. Und wir haben Kampfläufer. So, bitte saven. Wie findest du die Wüste, BD? Ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Lass mal gucken. Das ist die Basis, alles klar. Da links haben wir ein Gebiet. Und da ist ein Gerücht. Und wir müssen irgendwo nach da vorne. Ja, shit, ist es wieder so groß. Aber ich will mal nach da links gehen. Fürs Erste. Na, ihr? Kann ich so hochjumpen? Geht das? Nee. Ja, natürlich. Es ist akzeptabel. Hoffentlich lässt uns dieses Spamel nicht im Stich. Sei nicht nachtragend, Cal. Das passt nicht zu dir. Ja, wüstig. Ah, da geht's irgendwo rein. Ist doch wieder 100% zu. Oder? Karte schauen. Hey, da hinten ist auch was. Ja, dann schauen wir erstmal hier. Kannst du da rauf? Okay. Wir springen hier mal ab. Was ist hier? Ja, komm, lauf mit dir. Ja, dann halt nicht. Ah, Kiste. Nice. Oh, geil. Commander sieht auch geil aus. Und ein so ein kleinen Bereich hat es hier noch. Welcher ist damit gemeint? Ist hier, oder? Nee. Nee, auch nicht. Wo denn? Ach, da. Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Ja, du bist ja jetzt mit dabei. Ich bin bei dir, Kerl. Ja, ich versuch's ja. Hierher, bitte. Alter. Jetzt. Oh, wo ist diese eine Kugel da? Okay. Tot. Komm, Echo. Luis wird es nicht zugeben. Ich frage mich, ob man die Macht benötigt, um diese heiligen Städten zu betreten. Dieser Sand birgt die Weisheit aller, die darauf vor Jahrhunderten wandelten. Bemerkenswert. Das allein war die Reise wert. Und mehr Goodies. Heulen. Und mehr Macht. Ja dann. Tschüss, Kowski. Was war's hier? Wir sollten sie zum Archiv zurückbringen. Ah, Schriftrolle. Gut. Mal kurz schauen. Da hätten wir dann jetzt alles. Ah, das wäre der Rundkurs. Da geht's dann da hinten zurück. Ich würde sagen, wir gehen nochmal dahin, wo wir hergekommen sind, weil da hat es eine Verbindung nach darüber. Machen wir die Story. Mantia! Wartet brav da hinten. Genau da, wo ich ihn geparkt habe. So, komm. Wir machen einen Ausflug.
ist so viel zu entdecken hier. Okay, da ist der Safe Point. Da unten haben wir die Collision. Oh! Noch ein Fisch? Moin! Pass auf, wo du hintrittst, Junge! Sind wir in eine weitere gefährliche Expedition geraten? Also, der wilde Schlangenfisch frisst am liebsten Krabben. Wäre aber auch mit einer Zehe von dir zufrieden. Bist du sicher, dass sich das Risiko lohnt? In der Gefahr liegt große Schönheit, Junge. Und diese edlen Tiere verdienen Respekt, ey. Du wirst sehen. Ja, dann viel Spaß. Na, der sah aber geil aus. Schlangenfisch. Fast in der Hautblase. Dieser schleimige Fisch hätte mir fast die Flosse abgebissen. Verfluchtes Schlumpfvieh, du kommst in die Pfanne. Ich nehme dich mit einem rostigen Ruder aus. So viel zum großen Respekt vor einem edlen Tier. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Wir sprechen uns später. Soll ich meine traurige Geschichte weitererzählen? Nicht jetzt. Andermal. Was geht da hinten ab? Ah, und da ist die Seilrutsche. Kampf eingehen oder nicht? Na, ich glaube nicht. Ihr könnt erstmal euren Spaß da unten haben. Nö. Stellt euch dem Zorn von Datomir. Ich hab jetzt keine Lust auf den Kampf. Was? Nein! Du! Nein! Nein! Fuck! Nein. Oh, okay. Ist kaputt. Alla. Du lebst ja auch noch. Ey, ich wollte euch aus dem... Ah, cool. Nice. Komme ich da selber hoch oder brauche ich Hilfe? Ja, ich komme selber hoch. Ja, das ist so eine Drohne. Ja, okay. Wir probieren es mal. Und hier drauf. Was zum... Scheiß Ding. Wie komme ich darüber? Ah. Nice. Ah, 4 Kerzpunkte sollte ich auch ausgeben. Oh, und da. Abkürzung. Bitte, danke. Warum soll ich da hoch? Ja, das ist wirklich schon die Aussicht. Sehr gut. Geben wir ihr ein Zuhause ins Sears Archiv. Damit kann ich nichts
Da hinten geht's weiter, aber was war da mit dieser Spalte da? Ach so. Ja, okay, I see. Ich hätte da so oder so rauf müssen. Und einmal laufen. Gegner voraus. Moment. Ah. Ah, ich muss das Ding hier wieder zurückschieben. Oh, okay. Alles klar. Aber ich konnte das doch hier gar nicht bewegen. Wie komme ich da wieder weg? Ach so. Das war die Abkürzung. Wie kriegen wir das bewegt? Ah. Jetzt sehe ich's. Ich glaube, das hat geholfen. Oh, komm. Einmal darauf. Ach so. Ja, jetzt... kann ich da einfach so rüber jumpen? Oh, yes. Versuchen wir es damit. Und was genau hat sich jetzt verändert? Also ist jetzt irgendwo... Willkommen, Reisende. Ist der Weg blockiert, suche einen anderen. Ruhe und Nachdenken weisen die Richtung. Ja, das Rätsel habe ich schon gelöst, mein Kollege. Aber ich weiß jetzt nicht, was sich verändert hat. Was hat sich verändert? Die Kugel ist nach oben gerauscht und... Wie jetzt weiter? Hilft mir die Karte da vielleicht irgendwie? Ah! Ah, okay. Das Teil muss wieder retour. Wo ist die Kugel? Kugel, Kugel. Ich glaube, das hat geholfen. Ja, was du nicht sagst. Okay, dann nach oben. Nein. Hallo. Nice. Heil. Stimmt, das fühlt sich besser an. Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Widerstand nicht prognostiziert. Aua. Fuck. Alter, komm, runter da mit dir. Du bist okay. Fuck. Hier, Herr Koppel. Auffüllen wird nicht helfen. Dankeschön. Nicht schlecht, Jedi. Er könnte praktisch sein für das Spiel. Echo? Ah, der Pilgermond verzaubert und erfreut mich immer wieder. Diese Prüfungen stammen von denen, die Machtnutzer verehrt haben. Aber zu welchem Zweck, frage ich mich. Ich frage mich gerade, was man mit der
Kugel machen sollen. Sollen wir die einfach... Ach so, die ist da drin gelandet. Okay. Aha. Was das wohl macht? Gut gemacht, Kerl. Das Ding ist einfach nur... Oh. Neuer Bonus-Slot. Sind wir jetzt hier fertig? Ich glaube, wir sind fertig. Wir müssen hier nach hinten. Okay. Ich dachte, das wäre das Hauptding. Wo fliege ich mit dir dann hin? Nicht nach da drüben, oder? Ah. Spannend. Okay, liebe Leute, wir sind eh wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn wir dann hier wegfliegen und irgendwo in die Richtung nach hinten gehen. Macht wirklich Spaß und schöne Welt hier. Wenn es euch auch gefällt, dann lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, dann werdet ihr sogar Kanal-Mitglied und dann unterstützt mich und bekommt die ganzen Episoden schon im Vorhinein. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.